Hallo und herzlich willkommen zu zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und dieses Spiel ist einfach nur himmlisch. Einfach nur geil. Wirklich. Ich habe das schon zwar schon oft genug gesagt, aber es ist einfach so. Im letzten Part haben wir die erste, hat sich Link zum allerersten Mal wieder zurück erinnert, da wir den ersten Platz eines Bildes wieder gefunden haben, nämlich... diesen hier. Da können wir uns das da unten noch mal anschauen. Dazu haben wir jetzt dieser konnte sich halt selbst zurückerinnern. Und wir haben jetzt gesehen, wo er das Master Sword sogar noch hatte. Und Zelda bei ihm war. Ja, nice. Was mich aber wirklich interessieren würde, wo es jetzt ist. Das würde mich echt gut interessieren, weil wenn das ist doch eine Open World. Dann müsste man das Master Sword auch eigentlich dann immer finden, solange man nur weiß, wo es ist. Müsste man doch eigentlich nur dahin gehen und es nicht packen. Müsste doch eigentlich sein, das ist doch eine Open World, müsste doch eigentlich gehen. Eigentlich schon. Oh, 5 Pfeile, nice. Jetzt passe ich auch wirklich sehr, sehr, sehr gut mit den Pfeilen auf, denn wie viele haben wir? Ja, wieder 21, komm, geil. Wirklich, ja, man sollte wirklich ziemlich gut in den Pfeilen aufpassen, denn wir hatten jetzt lange keine Pfeile mehr. Das will ich verhindern und wie gesagt, ja, deshalb spare ich jetzt sehr mit den Pfeilen. Kann die Vögel auch einsammeln? Naja, offensichtlich nicht. Denn ich habe mich ziemlich leise eigentlich bewegt und trotzdem sind sie abgehauen. Naja, zum Übrigen habe ich mich entschieden, wir gehen noch nicht über die Brücke. Das können wir später dann auch machen. Warte mal, wo müssen wir überhaupt lang? Ich gehe in die falsche Richtung. Nice. Wow. Ich gehe erstmal in die komplett falsche... Nein, hör, komm her. Scheiße. Geh halt weg. Ich gehe erstmal in die falsche Richtung. Wir müssen da lang. Und apropos, warum eigentlich? Wir können es doch eh warten. So, come on, wozu laufen? Wir müssen doch porten können. Wäre im Übrigen auch mal wieder schön, wenn wir einen Dungeon finden. Hätten wir wieder Bock. Haben wir vor nicht allzu langer Zeit ja mal wieder einen gehabt für die im vorletzten Part und haben dafür wieder gesagt, dass wir hier ein viertes das achte Zeichen der Bewährung der bekommen und dafür zweite Herzcontainer bekommen. Das haben wir da ab dem letzten Part haben wir ja 5 Herzen. Apropos 5 Herzen. Das ist mal wieder soweit. Ich habe mal wieder was zum Heilen hier. Brauche mal wieder was zum Heilen, meine ich. Und... boah, 21 Apples. Ja, damit. Müssen wir auch mal braten. Na, haben wir im letzten Part leider nicht gemacht. Beim letzten Part hatten wir ja so ein Lager von übernommen. Und da war ja sowas. Habe ich aber vergessen, noch die Äpfel gleich zu braten. Haben wir nur. Ah, ne, stimmt. Stimmt ja, deshalb. Stimmt ja. Würde nichts bringen. Stimmt ja, wir haben ja keinen Platz mehr. Ist ja voll. Leute, was tut er? Ich weiß nicht, was er malt. Ich erkenn's nicht. Ich hab's da für eine Weile. Für ein bisschen einen Krog hier sehen können, aber nee, glaub eigentlich nicht, weiß nicht, aber egal, schreib mal mit Impa, so, hi. Dadurch, dass du die Erinnerung der Prozesse miterlebt hast, ist auch ein Stück deiner Vergangenheit erwacht. Bevor ich es vergesse, sollte ich dir das hier geben. Nice, das ist das Gewand aus den Trailern. Das ist dieses krasse Gewand.
dieses Heldengewand, dieses neue Heldengewand, was wir aus den Trailern kennen, weil schon früher in dem allerersten Bild oder in den ersten Bildern haben wir Link nicht mehr als mit dem grünen Gewand gesehen, sondern mit einem blauen. Und da hat man eine, ja, da war es schon das allererste, wie sich Link verändert hat. Und das ist es, das ist das blaue Gewand, das wir seit den allerersten Bildern von Breath of the Wild, wo es ja immer noch Zelda Wii U hieß. Das ist das Gewand, was wir mit dem, in dem wir Link drauf gesehen haben. Nice. Und ich habe jetzt gerade das übersprungen. Nice. Du hast eins erhalten, als du ein Recke geworden bist. Geh sorgsam damit um. Ich zieh's sogar gleich an, Mann. Bin zu blöd, um... Ah, hier. So. Epic. Yay. Nice. Hat auch mehr Schutz. Ja, doch, doch. Hat auch mehr Schutz. Von 3 auf 5. Nice. Sieht auch stylisch aus. Mhm. So, und was ist jetzt überhaupt unser... Ja, Moment mal. Hey, was ist jetzt unser Ziel? Soll ich jetzt nochmal mit dir reden oder was? Du hörst dich vielleicht nicht daran, aber du bist gerne... Du musst dich sorgfältig vorbereiten. Ich will mich erinnern. Selbst Erinnerungen sind deine Erinnerungen. Drück die Orte auf den Entstehen, kannst du deine Gedächtnis vielleicht zurückerlangen. Das ist alles gefunden, das Kind. Wenn du sie alle gefunden hast, kann ich das wieder zu mir zurück. Nice. Also, ja, jetzt haben wir zwar dieses geile Gewand, aber unser nächstes Ziel wird mich auch mein Ende bringen. Wir dürfen jetzt diese ganze Dreckswelt hier absuchen nach diesen dreckigen Bildern. Ja, nice. Nice. Einfach nice. Wow. Das kann ja lustig werden. Naja, das Einzige, was ich jetzt eigentlich Bock habe hier noch eigentlich, wegen dieser Scheiße, will ich jetzt eigentlich nur noch das über die Brücke gehen. Ja, hi, was willst du von mir? Und du auch. Verpisst euch einfach. Aber das ist wirklich einfach scheiße. Ist es euer Ernst? Wir müssen jetzt wirklich alles hier absuchen, nur nach diesen dreckigen Bildern. Wir müssen es tun. Wir kommen da nicht drum rum. Sonst kommen wir nicht in der Storyline weiter. Und das wollen wir unbedingt. Wollen wir unbedingt mehr erfahren.
Und naja, eins meiner Ziele ist, wie in den meisten Zeldas, das Master Sword bekommen. Weil mit dem Master Sword OP ist. Würde er gern wissen, wo es ist? Ich weiß es nur nicht. Wirklich, ich würde es nur zu gern wissen. Aber da heißt es nicht, dass ihr es in die Kommentare spoilern sollt. Nee. Ich will zwar unbedingt, aber ja, komm. Wir machen es so, wie es hier Timeline will. Wo ist überhaupt der Mond? Oder kann man die überhaupt hier in der Wii U-Version sehen? Kann nämlich sein, dass man die nur in der Switch-Version sieht. Ich habe die zumindest selten nur die Sonne gesehen. Und den Mond sehe ich auch nicht. Ja, es kann sein. Es wäre möglich. Nice. Ich habe einen Stein hochgehoben und da ist ein Krog drunter. Epic. Wow. Was? Das nennt ihr Secrets, wenn ich einen Stein hochhebe? Na klar. Ist klar. Und das, was ich hier sehe, das nenne ich Opfer. Oh, was sind das denn für Viecher? Seid ihr gestört? Alter, komm. Ich hab meine Waffe nicht mehr. Bäh. Hier. Hau den hier raus. Bäm. Kopf. Bäm. 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 Du, ihr Opfer. Ihr habt nichts zu melden. Nein, hau nicht ab. Ist noch irgendwas? Ja, das Riesenschwert traue ich nicht. Das ist mir zu groß. Boah, Alter, da kam aber erstmal einfach mal diese Viecher da angeflogen, ey. Wollen die mich verarschen? Kommen denn die her? So ein riesiger Schwarm von denen. WTF? Boah, und was ist das da vorne? Was? Lol. Ist das ein Drache oder was ist das? Easy. Ich weiß, es werden die Pfeile aufheben, aber das muss jetzt wirklich sein. Das muss jetzt sein. Zusätzliches Wild. Immer her damit. Da hat sich jetzt der eine Fall wirklich gelohnt. Hoffe ich. Immer noch ein Apple. Wenn ich ja voll bin. Ich müsste eigentlich sogar nur über die Brücke rüber, damit drüben müsste auch gleich ein Turm sein. Weil es ist auf jeden Fall klar. Ja, da drüben ist einer. Auf jeden Fall. Man auch da durch Tor durch. Was auf jeden Fall klar ist, dass wie gesagt ab der Brücke hier ein neues Gebiet anfängt. Das ist auf jeden Fall klar. Und gerade fliegt dieser Drache oder was es auch immer darstellen soll, darüber. Hyja-Brücke. Okay. Junge, was bist du? Wow, bist du ein Gegner oder was? Ich hoffe mal nicht. Ist schon schlimm genug, dass ich solche großen Viecher schon in hier Xenoblade Chronicles X schon als Gegner hatte. Das war schon schlimm genug. Und Xenoblade Chronicles X ist ja auch insgesamt eigentlich ein komplett anderes Spiel, ist ja klar. Da gibt es auch krassere Gegner. 50 von 50 alles. 50 von 50. Ach so, Leben. Seit wann stehen überhaupt die Leben da? Oh, hi. Dämlicher, wie heißen die nochmal? Sind die hier die Exalfos, ne? Genau, sind die Exalfos. Komm da runter, du Opfer. Oder ich
stäche dich in die Hölle runter. Genau. Tschüss. Der auch. Lol. Macht Spaß da unten? Hoff's mal. Fische ab, Hunde. Oh, ist eine Truhe. Ja, das übersegle ich, ist klar. Sora-Lanze. Ah, ist hier das Gebiet der Soras. Okay. Würde eigentlich schon Sinn ergeben. Wegen der Brücke, Hyabrücke. Ja, doch. Gibt schon Sinn. Bombe! Bam! Apple! Es regnet Äpfel! Und Eicheln! Nice! Wow! Boah, der ist sogar gar nicht mal weit entfernt. Super, finde ich gut. Finde ich nice. Müssen wir nicht lange latschen. Und da hinten ist sogar noch einer. Wie nice. Haben wir gleich zwei Türme. Der ist zwar etwas... Ja. Ich gebe zu, das etwas nehme ich zurück. Ganz schön weit entfernt, aber... Ja. Da wollen wir fürs Erste eh noch nicht hin. Wir wollen erstmal den da aktivieren. Oh. Starren. Ach, habt ihr ein Lager oder was? Tatsache, seit wann stehen die Läden da? Das habe ich gar nicht gemerkt. Ey! Spast! Dämlicher! Spacko! Spüre meine Lanze. Ne, kann ich mich mitnehmen, okay. Brauche ich auch nicht. Kann besseren. Aber ich jetzt habt ihr ein Lager oder was? Da. Ja, komm your face, du. Bam. Boah, fast down, Alter. Das war das ein Herz halt. Oh nee, nee, nee. Hier. Und ein Apple. Davon haben wir ja noch. So, genau. Schön aufgeteilt. Lol, was ist das? Natürlich packe ich das hier weg und nehme das hier mit. Ist klar. Das ist ja krasser. Mhm. Oh. Hallo. Schön euch zu sehen. Tschüss. Oh, Feuerpfeile. LOL, er hat sich selbst angezündet! Dieses Opfer! Ah. Ach nee, ach nee, ach nee, hab ich, hat er gar nicht. Mein Teil brennt, wie nice! Bäm, bäm, bäm. Bäm. Exalfusbogen. 14. Nice, nehme ich mit. Pack den Müll hier weg. Nimm den aus. Nimm den hier mit. Aua. Oh, scheiße, ich bin fast tot. Nicht dem Game Over gehen. Stimmt, geht ja gar nicht. Stimmt ja, wir haben Hefeen. Aber ich will die nicht so sinnlos einsetzen. Die sollen noch einen Sinn haben. Ich brauche eine Waffe.